Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ich weiß, an dieser Stelle sind wir schon vorbeigekommen, aber ich habe hier gerade gesehen, als ich das Spiel wieder neu gestartet habe, dass hier etwas ist, ein Dialog oder so. Wir starten mal. Verdammt, das ist Warren. Hohenfried. Keine Ahnung, wer das Wir sollten ist. los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Aber ich kann eins sagen, dass diese Personen definitiv statisch sind. Man kann nicht auf sie drauf treten. Seltsam. Mysteriös. So, wo sind wir dann gelaufen? Hier, ne? Jetzt sind wir gleich da. Ich lauf vor. Ich weiß ja, wo es lang geht. So. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Bis nicht mehr weit. Naja. Ich hoffe, das war's mit den Soldaten. Ich frag mich, was waren das überhaupt für Hältst du weiter Soldaten? durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Die einfach nur eine Pistole hatten. Oder waren das ganz normale Wir sind Zivilpolizisten? jetzt auch gleich da. Tritt jetzt in Kraft. Wer Mist, ohne verärger mich. entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Ich glaube, das ist eher weniger gut. Also, das mit der Sperrstunde. Was willst du uns zeigen, ne? Was bringen wir weg? Joel, hilf mir mal eben. Ach, ich mach schon, ich mach schon. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet es schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist ich keine gute bei Idee. Ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Sie ist bloß Ware. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du, komm her. Gehen wir. Das ist also die Kleine. Ich weiß nicht. Sah sie nicht anders aus? Hatte sie wirklich blaue Augen? Naja. Ich weiß es sowieso nicht und hier sind überall tot. Okay. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur.
Das heißt, ich gehe schon mal vor und sie guckt die Sachen an. Naja, Zeit für ein Kaugummi. Ah, ist leer, war ja klar. Alle waren schon vor mir da. Okay, gucken wir mal, wo es hingeht hier. Ob wir vielleicht irgendwo noch was finden. Nope. Das ist sie doch, ne? Wie hieß sie noch gleich? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mir nur Joel merken. Shit, die Army. Die Tür ist auch zu, ne? Ich glaube, wir gehen hier unten lang. Hier ist alles zu. Die Schweine haben alles zugemacht. Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Achtung. Superkrimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Wie sie natürlich durch die Gegend läuft. Und ich muss mich ducken. Ich muss vor ihr kriechen. Okay, da können wir zum Glück nicht lang. Die Straße will ich sowieso nicht. Kurz mit der Steuerung vertraut machen. So, haben wir nachgeladen und alles, ne? Okay, ich mach das nie wieder. Das sah ein bisschen seltsam aus. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ach, jetzt weiß ich wieder. Das habe ich nur gesucht, wie man sich duckt. Mehr wollte ich nicht. Und ich kann debuggen. Und tanzen. Yeah, auch wenn er dabei sehr seltsam stöhnt. Erstmal schön gegen die Mauer setzen. Ich bin ein wirklich guter Autofahrer. So, ich nehme an, wir sollen das irgendwo hinschieben. Ah, das sieht gut aus. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen die Mülltonne auf und kriegen da wie Loot. Aber das geht natürlich auch. Und wie kommt die jetzt hoch? Ja, gut, gar nicht. Ich gehe ohne dich weiter, ne? Alter, das sah für mich schon so hoch aus und dann springt sie da locker hoch. Okay. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Bisher? Was läuft da eigentlich mit dir und Marleen? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Mich würde es schon interessieren. Ach so. Das kommt doch, wenn man immer auf den Boden guckt, Freunde. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Ja, Freunde, als alter Mann kann man schlafen, wenn man will. Ist kaputt. Oh. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume.
ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Nachts? Okay. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na, hoffentlich. Das ist alles so, so sichtbar. Aber es sieht keiner. Keiner von den Soldaten geht hier mal durch und guckt nach Löchern oder so. Naja. Was ist das? Ach, jetzt auch noch ein laut brummender Motor? Ich vermute mal, wir müssen Dreieck drücken, wenn es da unten ist. Okay. Ah, leichtes Minigame. Das gefällt mir doch. Das Ding ist doch laut. Und das auch noch nachts, weißt du? Ich meine, tagsüber könnte ich das verstehen. Wer wartet am Treffen? Oh, naja. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Na gut, was haben wir denn gefunden? Das hier haben wir gefunden? Ach, das ist die Karte, wo wir hin müssen. Aha. Die Patrouille da hinten waren wir doch, glaube ich, oder? Stimmt, da hinterm Zaun waren wir, ne? Also ist nicht weit weg. Definitiv nicht. 2, 3 Blocks. Okay, Freunde. Die Luft rein ist. Im Dunkeln rausgucken. Ist ja eigentlich nicht so wie Zombie-Zeit oder so. Hä? Darf ich irgendwie? Achso. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Faszinierendes Militär als Feind. Wieso nicht? Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Regen ist gut. Man kann uns nicht hören. Wir können hier laufen, wie wir wollen. Wo soll Regen schlecht sein? Naja, vielleicht mögen Zombies Regen. Vielleicht duschen sie gerne. Ich weiß es nicht. Hier ist doch das Militär lang spaziert, ne? Na, da haben wir nichts. Na gut. Lass uns losgehen, Mädels. Hier geht's lang. Warum kann man da rausgehen? Keine Ahnung. Wir gehen zurück.
Lobster Company. Shit. Bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Er bitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Holy shit. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Sie ist infiziert. Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Dass ihr lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh shit. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Lauf doch, Mann! Oh, Scheiße! Okay, wir müssen hier weg. Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Dann schieß mal los. Lauf! Ich auch? Bleib von dem Licht weg. Okay, einfach vom Licht wegbleiben. Das ist doch recht easy, ne? Das kriegen wir doch hin. Ich wurde gesehen. Theoretisch. Wahrscheinlich nicht lang genug. Wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Verdammt, sie sind überall. Alter. Huch, was war das denn? Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Oh, Bleib Mist. Zurück. Ich kann da auch nicht sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen? Also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Okay, sag mir doch, dass ich weggehen soll. Nur wo soll ich hin? Soll ich in die Richtung? Haben die mir gar nicht gesagt. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Wir sollten mal die andere Richtung probieren. Ja, ich glaube, hier sieht es auf jeden Fall besser aus. Wir müssen nur von seinem Licht fernbleiben. Hätte ich ein schallgedämpftes Gewehr, ne? Bäm! Wäre er tot gewesen. Okay, das hier ist also eine Stealth-Mission, ja? Ah, hier ist blöd. Los, los! Was? Was? Die haben mich gar nicht gesehen! Ah, gut, komm. Voll die Verarsche. Die haben mich nicht gesehen, ich war im Tunnel. Ich sehe sie, ich sehe sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Zum. Hallo. Okay. Okay, wir müssen das echt besser machen. So kann ich das nicht stehen lassen. Ich bin hier eigentlich. Ich bin der Stealth-Meister. Ich bin der Stealth-Meister, Freunde. Check die Gräben! Ich kann da unten nichts sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen?
Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben sonst. Okay, der geht jetzt hier rüber. Mädels, lasst mich doch in Ruhe. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt am besten hier durch den Tunnel, ne? Ah, das war ein Blitz. Haben die mich schon gefunden? Ich glaube nicht, ne? Könnt ihr mal woanders hingehen? Ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt durchschleichen kann. Ja, der leuchtet direkt hier hin. Shit. Gehen die auch mal weg? Also wenn die nicht weggehen, sehe ich die einzige Lösung hier. Und die wollen anscheinend auch stehen bleiben. Siehst du irgendwas? Und Claudia. Und sie ist da vorne? So weit. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Boah. Dann mal weiter, Mädels, ne?